Was tun, wenn die Füllung zu hoch ist? Du warst beim Zahnarzt, hast vielleicht eine Spritze bekommen, eine Füllung bekommen. Danach geht man nach Hause und stellt im Laufe des Tages oder auch der Folgetage fest, irgendwie passt es nicht, man beißt zu hoch auf, irgendetwas stört. Woran liegt das? Grundsätzlich ist es so, dass man auf dem Behandlungsstuhl einfach häufig nicht so beißt, wie man es in der Freizeit tut, wie man es zu Hause macht. Und das kann dazu führen, dass eine Füllung gelegt wird und man als Patient denkt, die ist in Ordnung. Der Behandler kontrolliert das mit der farblichen Folie, die er immer zwischen die Zähne legt, um zu gucken, wo beißt der Patient auf. Der Patient geht nach Hause, ändert sein Kau- und Beißverhalten, so wie er es in der Normalität gewohnt ist und stellt plötzlich fest, die Füllung ist zu hoch. Ein anderer Weg ist der, oder wie es auch häufig zu diesem Problem kommt, der Zahn wird betäubt, man hat einfach ein eingeschränktes Empfindungsvermögen, geht nach Hause, es wurde im Vorfeld zwar alles kontrolliert und auch jetzt stellt man fest, nach Abklingen der Anästhesie, man beißt auf den Zahn drauf, es stimmt nicht, man kommt auf den anderen Zähnen nicht so gleichmäßig auf wie gewohnt. Die Füllung ist also schlicht zu hoch, was sollte man tun? Früher hat man immer gesagt, naja, das beißt sich ein. Heutzutage kann man sagen, das stimmt nicht. Die Füllungsmaterialien, insbesondere die Kompositmaterialien, die häufig für eine hochwertige, qualitativ gute Füllung benutzt werden, sind sehr hart. Die Materialien sind eben darauf ausgelegt, dass sie eben nicht zu weich sind, nicht mit der Zeit auswaschen und nicht zurückgehen. Es wird sich also an der Höhe der Füllung nichts ändern. Es gibt dann drei Wege, was passieren kann, wenn man eben nicht zu seinem Zahnarzt geht. Entweder man lebt damit, merkt, dass etwas stört, das sollte man natürlich nicht über die Jahre akzeptieren, oder es kann auch im schlimmsten Fall dazu führen, dass eine zu hohe Füllung vielleicht dazu führt, dass man nachts plötzlich anfängt zu knirschen, zu pressen, Fehlbelastungen hat, sich Kiefergelenksprobleme oder Ähnliches einhandelt. Der Weg ist also der, dass man seinen Zahnarzt kontaktiert, mitteilt, dass man eine Füllung bekommen hat, das Gefühl hat, die Füllung ist noch zu hoch, und dann wird man in aller Regel in der nächsten Zeit einen Termin bekommen, wo dann die Füllung reduziert wird. Meist am gleichen Tag oder an einem der Folgetage. Das ist in der Regel nichts wirklich sehr akut Dringliches wie in einem Notfall, aber es sollte doch zeitnah behoben werden und gehört eigentlich zur Routine einer gut funktionierenden zahnärztlichen Praxis. Wenn die Füllung also zu hoch ist, nicht lange versuchen dran zu gewöhnen, sondern den Zahnarzt kontaktieren und der löst das Problem. Ich hoffe, wir konnten in diesem Video wieder eine kleine Alltagsfrage beantworten. Wir freuen uns über Likes oder eines Abos unseres Kanals. Gerne auch bei weiteren Fragen unten im Kommentarfeld sich äußern. Wir antworten gerne.